Es ist voll mit leckerem, köstlichen Zuckerwasser. Wette, das Wasser schmeckt gut. Da, ich habe Löcher reingestochen. Sie sind da drin gefangen und leuchten wie verrückt. Ich benutze einfach etwas von dem Käse hier. Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. Du hast mich überzeugt. Ich will eine Versicherung abschließen. Eine kluge Wahl. Und eine, die du nicht so schnell bereuen wirst. Die Frage ist nicht, ob du dir eine Versicherungspolice leisten kannst oder nicht, sondern ob du es dir leisten kannst, keine zu haben. Wo wir gerade dabei sind. Kannst du dir eine Versicherungspolice leisten? Nun, wie viel kostet sie denn? Oh, das hängt von einer Reihe Faktoren ab. Wie hoch die Deckungssumme sein soll, wie viel du ausgeben willst. All diese hochkomplizierten fließenden Gleichungen und so weiter. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Ich frage dich nur eins. Wie viel Geld hast du? Nun, ich habe dieses Spielgeld. Ja. Vielleicht habe ich dich ein wenig durcheinander gebracht. Obwohl mich nichts mehr erfreuen würde, als dich hier herauszuschicken, mit dem Seelenfrieden, das für deine Familie im unwahrscheinlichen Fall deines Todes gesorgt ist, muss ich hier ein Geschäft führen. Wenn du mir nicht wenigstens eine Bürgschaft vorweisen kannst, kann ich dir keine Police geben. Dieses authentische Piratenüberbleibsel. Ein originaler Zahn eines echten Piraten. Einzigartig. Ist das echtes Gold? Das Beste weit und breit. Nicht mal mehr Spucke drauf. Nun fängst du an, meine Sprache zu sprechen. In Ordnung. Lass uns einen umfassenden Plan ausarbeiten, der deinen Bedürfnissen entspricht. Und du kannst sicher sein, dass deine Familie nach deinem bedauerlichen Ableben gut versorgt ist. Was genau sind die Bedingungen dieses Plans? Es ist ganz einfach, mein Sohn. Wenn du stirbst, bekommt der Besitzer dieser Police eine Riesenmenge Geld. Eine Riesenmenge Geld? Puh. Puh, ist genau das richtige Wort dafür. Nun, ich möchte, dass du da draußen vorsichtig bist. Okay, das bin ich. Danke. Nein, das ist mein Ernst. Ich möchte, dass du sehr, sehr vorsichtig bist. Werd ich. Ich möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Gib mir eine Riesenmenge Geld. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolice. Du bekommst Geld, wenn der Policeninhaber stirbt. Nein, ehrlich, ich war tot. Richtig lange. Und jetzt geht es dir wieder gut. Nun, ja. Kannst du dieses Wunder irgendwie beweisen? Nun, Herr Neunmalklug, ich habe den Beweis genau hier. Einen Totenschein.
Nun, dies muss irgendein Fehler sein. Es steht genau hier in hochauflösendem Schwarz auf Weiß. Ich bin gestorben. Gib mir jetzt eine Riesenmenge Geld. Es sieht so aus, als ob ich keine andere Wahl hätte, als die Auszahlung zu authentisieren. Nein, du brauchst mir nur mein Geld zu geben. Genau das meine ich. Oh, danke. Haggis? Hi. Wie steht's mit den Reparaturen? Nun, Jungchen, die Dinge könnten schlechter laufen. Es gibt viele Baumstämme auf dieser Insel, sodass wir alle großen Löcher im Rumpf reparieren können. Wir werden auch ein Tanzparkett aus hartem Holz auf dem Lido-Deck hinzufügen. Nett. Ei, da gibt es etwas, das uns schon eine ganze Weile beschäftigt. Meine Güte, das ist eine große Flasche Lotion, die ihr da habt. Das ist richtig. Und wage nicht einmal daran zu denken, sie zu stehlen. Wir brauchen sie ganz bestimmt. Siehst du, das Zimmermannshandwerk kann und wird in diesem tropischen Klima die Haut vorzeitig altern lassen. Dies ist nur eine der vielen Härten, denen ein Pirat in diesen barbarischen Zeiten täglich gegenübersteht. Ei! Und wenn wir Piraten keine Handcreme an Bord mitgeführt hätten, hätten wir uns vielleicht zu Tode gekratzt. Wow, wenn ich ein Geschichtsreferat über Piraten schreiben und diesen Punkt mit einbringen würde, bekäme ich glatt eine 1+. Wir sprechen über eine sichere 1+. Und durch diese 1+ könntest du an der Universität deiner Wahl zugelassen werden. Denk darüber nach. Besteht denn keine Möglichkeit, auch nur einen Tropfen Lotion zu bekommen? Nun, vielleicht können wir einen Handel machen. Du siehst, wir müssen das Schiff reparieren. Sie ist undicht wie ein Sieb. Und aus einem unbekannten Grund sind die Schiffsvorräte an Teer erschöpft. Wie die vorherige Mannschaft ohne Teer an Bord die Segel setzen konnte, kann ich nicht nachvollziehen. Aber Fakt ist, solange wir kein Teer oder Ähnliches bekommen, sind wir dazu verdammt, auf dieser Insel zu bleiben. Ei, ich geb dir die ganze verflixte Flasche Lotion. Wenn du etwas findest, womit ich das Schiff wieder zusammenflicken kann, sodass wir nach Hause können. Ich lass dich wieder an die Arbeit. Dieses Dorf ist verlassen. Wie seltsam. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ein Pirat, was? Nun, dann müsstest du dir doch der enormen Gefahren bewusst sein, die mit einem Spaziergang in ein Kannibalendorf verbunden sind. Weißt du, ich kann meinen Atem unter Wasser 10 Minuten lang anhalten. Aha. Was, wenn das Wasser kocht? Glaubst du, du bist nach 45 Minuten gar? Es ist so lange her, dass ich Bouillon gemacht habe. Wie ich Bouillon liebte. Aber wir sind nicht länger brutale und blutdurstige Kannibalen.
Nein? Nein. Wir durchlebten vor ein paar Jahren eine gewaltige Veränderung in unserer Glaubensstruktur. Eine gewaltige Veränderung? Was du nicht sagst. Wir haben beschlossen, uns einem gesünderen Kannibalismus zuzuwenden. Wir haben die komplette Aufnahme von Missionarsfett zurückgeschraubt und wurden alle Vegetarier. Aber es gab da sicherlich eine Zeit, da hätte ich dich gegessen. Junge Kerle wie du, nicht zu viele Muskeln. Hey! Ich hätte dich vermutlich 45 Minuten in Weißwein mariniert, dich in einen Hauch Butter gestippt, in Bananenblätter eingewickelt und in einem Loch zusammen mit 100 heißen Kohlen verbuddelt, dich über Nacht rösten lassen. Dann hätte ich dich auf einem Bett aus Basmati-Reis serviert. Zusammen mit Shiitake-Pilzen und Schalotten. Aber jetzt nicht mehr, oder? Aber jetzt nicht mehr, oder? Hä? Oh, genau. Richtig, richtig. Muss mich sputen. Tschüss. Das sieht wie eine Maske aus. Ich werde hier hingehen, sodass er nicht sieht, wie ich sie anziehe. Igitt. Endlich bist du da. Komm her, wir sind spät dran mit dem Opfer. Gott des Vulkans im Innern des Mount Sodbrand. Nimm dieses Opfer, das wir dir darbringen. In Form von Fleisch mit hohem Anteil an Fasern und bekömmlicher Zellulose. Frei von allem Fett und ungesättigten Fettsäuren. Auf dass es dich nährt und dein Wohlwollen über unser bescheidenes Dorf bringe. Und dass deine eitrige Kraterbeule nicht in Wallung komme. Okay, Jungs, schmeißt ihn rein. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Danke und gute Nacht. Du Dummkopf! Du hast einem laktoseallergischen Vulkangott Käse gegeben. Weißt du, was das heißt? Du hast den göttlichen Durchfall heraufbeschworen. Rennt um euer Leben! Das war spektakulärer, als ich gehofft hatte. Kann etwas nicht stimmen. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Dein Schicksal kann man nicht falsch verstehen, Guybrush. Die Karten lügen nicht. Aber wenn du unbedingt darauf bestehst... Und wieder einmal, es ist der Tod! Ich fühle mich, als hätte ich jetzt mehr Glück. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Mit Glück hat das hier nichts zu tun, Guybrush. Es ist dein Schicksal. Wie auch immer, lass sehen, was die Karten diesmal sagen. Die Karte bedeutet Tod. Bist du sicher, dass du nicht vom Boden des Kartenstapels gibst? Erinnerst du dich an den Fluch, von dem ich dir erzählt habe? Okay, okay. Wo kann ich diesen Meistersuppe-Diamanten finden? Ich spüre großen Kummer in Verbindung mit diesem Ring. Und
einen großen Verlust in Form eines wunderschönen Diamantens. Wo ist der Diamant? Ich sehe eine dunkle Höhle voller bösartiger Männer und einen Ort des Todes. Eine dunkle Insel in Form eines gigantischen Totenkopfes. Gib's mir. Tot! Wie viele von diesen Karten hast du eigentlich? Wie wär's damit, mir nochmal die Tarotkarten zu legen? Dies ist das Werk des bösen Guybrush. Das Schicksal hat sich gegen dich verschworen. Und kein Mensch kann dagegen etwas unternehmen. Dein Weg ist vorherbestimmt. Okay, ich hab verstanden, was du meinst. Wirklich. Nur noch einmal für Guybrush. Lass mich raten. Tod. Verlasse diesen Ort. Hä? Du bringst uns alle in Lebensgefahr. Deine Gegenwart wird uns nichts als Krankheit, Verderben und Tod bringen. Oh ja? Nun... Dämon! Dämon! Ich schätze, ich schleife das mal runter zu Haggis. Hier, Haggis, dieses Zeug sollte dabei helfen, das Schiff zu flicken. Ei, Jungchen, das sollte es wirklich. Die Konsistenz von Teer, aber mit leichtem Pfeffergeschmack. Nun, kann ich jetzt deine Lotion haben? Ei, Jungchen, schnapp sie dir. Du hast gerade den Spiegel geklaut, nicht wahr? Nein, habe ich nicht. Er ist da, sieh nur. Sieht aus, als hättest du recht. Oh, Junge, ich beginne alt auszusehen. Kommt von all dem Saufen. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Junge, ist das windig hier oben. Perfekt. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Der Leuchtturm funktioniert jetzt. Wer bist du? Ich bin der verlorene Waliser. Oh. Ich bin der Fährmann zwischen der Totenkopfinsel und dieser hier.
Lange Zeit verloren in den eisigen Nebeln des Ozeans. Oh, wie ich diesen verdammten Nebel hasse. Wirklich? Ich mag Nebel, ich finde ihn hübsch. Nun, sicher ist Nebel hübsch. Aber Teufel, ist der öde. Ich würde gern raus zur Totenkopfinsel, bitte. Ich werde diese rauen Gewässer nicht mehr herausfordern. Zu lange schon schaukelte ich in dieser wässrigen Wiege des Todes. Abgefahrene Vorstellung. Wie auch immer. Jedenfalls fahre ich nicht nochmal daraus, bevor ich nicht sicher bin, dass ich auch heil dort ankomme. Ich brauche einen Kompass. Wie soll dir denn ein Haufen Blumendünger dabei helfen, den Weg zur Totenkopfinsel zu finden? Kein Kompost, du Idiot. Ein K-O-M-P-A-S-S. Wenn du mir einen besorgst, bringe ich dich zur Totenkopfinsel. Er ist voller Seewasser. Cool, eine magnetische Nadel. Es wird einem ganz schwindelig, wenn man die ganzen Möglichkeiten bedenkt. Okay. Hey, sauber! Er zeigt nach Norden. Wissenschaft macht Spaß, wenn du das Geheimnis kennst. Hier, nimm diesen Kompass. Das ist ein Kompass? Funktioniert er auch? Natürlich. Siehst du, wie er nach Norden zeigt? Mann, das ist unglaublich. Wie hast du das gemacht? Ach, Kleinigkeit. Ich würde gern raus zur Totenkopfinsel, bitte. In Ordnung, los geht's. Selbst die tapfersten Männer müssen sich vor diesem Ort fürchten. Nimm deinen Mut zusammen, Junge. Jetzt, bevor du auf den schrecklichen, fürchterlichen Anblick der Totenkopfinsel starrst. Das ist eine Ente. Wovon redest du? Siehst du den Totenkopf nicht? Diese Insel sieht überhaupt nicht wie ein Totenkopf aus. Sie sieht aus wie eine große, ungeheure Ente. Sie sollte Enteninsel genannt werden. Weißt du, du musst schielen und deinen Kopf so drehen und... es ist ja so furchteinflößend. Wenn du schielst und deinen Kopf so drehst, sieht sie aus wie ein Häschen. Naja, egal. Siehst du das Licht da oben auf dem Felsen? Das ist die Schmugglerhöhle. Sie wird von König André geleitet, dem größten Schmuggler der Welt. Und seinem miesen Gehilfen Kraff. Aber wie komme ich dort hoch? Du musst oben auf die Klippe gelangen. Warum kommst du nicht mit? Nein, du musst alleine gehen. Dort wird jemand sein, der dir helfen wird. Aber ich warne dich, hüte dich vor König André. Er ist so unbarmherzig, wie er kahlköpfig ist. Viel Glück. Danke. Hallo, kannst du mir sagen, wo ich die bösen Schmuggler der Totenkopfinsel finde? Keine Ahnung. Oh, warte mal. Ich glaube, ich hatte da mal etwas in der Richtung beim Orientierungsseminar. Lass mich nachdenken. Die Höhle ist auf halbem Weg diese steile Klippe hinunter. Steig auf diesen Lastenaufzug. Ich lass dich runter. Sieht ziemlich wackelig aus. Bist du sicher, dass er sicher ist? Nein. Hab ihn vorher noch nie benutzt, aber ich bin sicher, dass es nicht so gefährlich ist. Ich bin nur als Aushilfe hier. Der reguläre Aufzugswärter, Muckibart, ist krank. Deshalb bin ich eingesprungen. Ich schätze, das ist in Ordnung. Wie ist dein Name? Er lautet Lafus. Könntest du mich zur Höhle der Schmuggler herablassen? Sicher, kann ich. Du wiegst nicht mehr als, lass mich schätzen, 20 Pfund, richtig? Genau genommen um die 120.
Oh, nun, probieren kann nicht schaden. Richtig? Bist du dir dabei ganz sicher? Oh ja, du siehst gar nicht so schwer aus. Ist dieser Knoten auch fest angezogen? Los geht's! Okay, gib mir ein kleines bisschen Seil nach. Hoppla! Okay, das ist zu viel Seil. Hallo Nachbar, haben Sie vielleicht ein paar Diamanten? Wussten Sie schon, dass ich gerade entkommen bin? Geh weg! Verdammt, das probiere ich besser noch einmal. Ich habe so viel Geld, dass es schon fast peinlich ist. Seien Sie gegrüßt. Unterhalten wir uns, Mr. Threepwood. Guybrush Threepwood. Sehr gut, Mr. Threepwood. Ich bin König André und das ist mein Partner Croft. Haben Sie etwas Besonderes gesucht? Den Meistersuppe-Familiendiamanten. LeChuck hat ihn gestohlen, Sie haben ihn gekauft, ich will ihn haben. Sofort. Bitte, Sir? Aber wir haben so viele Qualitätswaren hier im Piratenclub. Unsere Preise fallen jeden Tag. Hier gibt es alles, was sich ein Pirat oder Piraten-Azubi wünschen könnte. Zum richtigen Preis. Sie lenken von der gesamten Diamantenthematik ab. Der Meistersuppe-Diamant ist das Kernstück meiner Sammlung. Die fantastische Energie, die ihn durchströmt, ist der Schlüssel zu all meiner Macht. Kann ich ihn also haben? Natürlich nicht. Außer Sie geben mir etwas anderes dafür. Vielleicht könnten wir ins Geschäft kommen. Wie Sie wünschen. Sie sind ein formidabler Gegner, Mr. Threepwood. Aber es sieht so aus, als ob unser Katz-und-Maus-Spiel ein Ende hat. Es ist ein perfekter Diamant. Einer der größten, die ich je gesehen habe. Ich nehme ihn. Und daher hat er einen sehr hohen Preis. Genug des Verhandelns. Wie viel? Er kostet Sie eine Riesenmenge Geld. Haben Sie so viel? Nun, ich habe eine Menge Geld. Ha, nicht genug. Mein Partner hat recht. Wir können Ihnen nicht für weniger als eine Riesenmenge Geld geben. Aber vielleicht können wir ein Geschäft machen. Mein Partner und ich spielen gerne Karten. Poker, um genau zu sein. Wie wäre es mit einer kleinen Wette? Wenn Sie uns besiegen, gewinnen Sie den Diamanten. Hört sich fair an. Ja, fair. Könnten Sie bitte mit diesem Lachen aufhören? Das nervt ungemein. So, Mr. Threepwood, die Frage an Sie ist, haben Sie Lust, bei unserem Kartenspiel mitzumachen? Hört sich spaßig an. Ich bin dabei, Glatzkopf. Sie müssen Ihren Einsatz bringen, um am Spiel teilzunehmen. Nun, wie viel brauche ich? Nicht sehr viel. Klar, das geht in Ordnung. Das ist eine Menge Geld. Ich gebe Ihnen besser nur einen Teil davon. Haben Sie schon einmal Poker gespielt, Mr. Threepwood? Nein, stellen Sie sich vor, dies ist mein allererstes Mal. Dann erkläre ich es Ihnen kurz. Das Spiel ist die einfachste Variante des Fünf-Karten-Spiels. Ich gebe jedem von uns 5 Karten. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Karten und der Spieler mit dem besten Blatt gewinnt. Woher weiß ich, welches das beste Blatt ist? Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie uns einfach. Sie vertrauen uns doch, oder? Natürlich vertraue ich Ihnen. Sehr schön. Lasst uns anfangen. Ein gutes Blatt, ein gutes Blatt. Werfen Sie einen Blick in Ihre Karten. Ein Fünfling. So, nicht einmal ihr könnt einen Fünfling schlagen. Sie haben recht, Mr. Threepwood. Wir können einen Fünfling nicht schlagen. Die Frage bleibt jedoch, ob Sie ein Paar schlagen können. Ein Paar?
Ein paar mörderische Schmuggler. Hä? Uns, Mr. Threepwood? Ich rede von uns. Wir werden dich töten. Oh, jetzt begreife ich, ob ich ein paar schlagen kann. Das ist ganz schön clever. Nun, nun, meine Herren, lassen Sie uns nichts überstürzen. Hier draußen ist ein Bote mit einem Paket. Du Idiot! Du hast das Licht ausgeblasen! Ich habe den Diamanten. Nicht lange, du Kleiner. Autsch! Knall ihm eine, nicht mir, du Kretin! Wen nennst du einen? Da ist er! Auf ihn! Ich habe alles, was ich von den Schmugglern brauche. Gut, lass uns diesen Ort des Bösen verlassen. Viel Glück für deine weiteren Abenteuer, Guybrush. Was? Du meinst doch nicht etwa das... Ich fürchte schon. Diese Arbeit ist zu gefährlich für mich. Ich suche mir eine dauerhaftere, sichere Arbeitsstelle. Ich habe gehört, auf Skep Island wird ein Chefkoch gesucht. Man wird dich schmerzlich vermissen. Ich weiß, aber mein Schicksal liegt da draußen. Irgendwo jenseits der wogenden Wellen. Leb wohl, guter Freund Waliser. Oh, warte. Wo liegt nochmal Skep Island, sagtest du? Ost-Nordost. Du kannst es nicht verfehlen. Tausend Dank. Ah, ups. Ich habe vergessen, ihm zu sagen, dass diese Nadel nur für kurze Zeit magnetisch ist.